Hallo, hier ist der Kerl und ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Und im Hintergrund sieht man es bereits, es ist Halo Wars. Schlussendlich, ja, das versprochene Halo Wars Video, das ich hier irgendwann mal angekündigt habe in den Kommentaren oder wo ich gefragt wurde. Hier übrigens habe ich mir gleich die zweite Base geholt. Als Cutter mache ich das sehr gerne. Als Forge mache ich das nicht so gerne, weil da die Ressourcenmodule so viel kosten. Aber ich spiele eigentlich fast nie. Und anders spiele ich fast nie, wollte ich sagen, genau. Was mir auch gleich sieht, was ich auch noch kurz sagen kann, ist, wir spielen ja auf den Docks. Ist eigentlich, ich glaube, ich spiele ja zusammen mit Ishma, wenn mich nicht alles täuscht. Die Docks ist eigentlich so mit unseren Lieblingsmaps in 2v2, weil wir dort eigentlich immer recht viel Glück haben. Hier übrigens in der Mitte sind direkt am Anfang immer einfach den Warthog direkt am Anfang in die Mitte schicken, weil dort sind Ressourcen. Also diese kleinen einsamen Ressourcen, und die sollte man am Anfang immer kriegen, weil sonst hat sie der Gegner und das wäre natürlich ein Vorteil für ihn. Ja, dieses Gameplay hier ist natürlich jetzt relativ unpraktisch für mich, in gewisser Weise, weil ich hier gleich loslabern muss, da ich leider den Anfang verpasst habe, mit aufzunehmen, sondern einfach so mitten irgendwann so drin aufgenommen habe. Auf jeden Fall ist hier gut zu erkennen, was ich eigentlich sonst immer... Also meine typische Build-Order ist eigentlich, dass ich auf der ersten Base mache ich... Also gut, es gibt zwei verschiedene Arten. Wenn ich nur eine Base hole am Anfang, also wenn keine zweite Base frei ist, kommt ja auch von Map, auf die Map drauf an. Sollte ich vielleicht auch mal ganz kurz erklären, rechts oben an der Minimap erkennt man das ganz gut. Gibt es manche Basen, die umrandet sind und manche nicht. Die nicht umrandeten, also zumindest solange man sie noch nicht erkundet hat, wenn man sie erkundet hat, sind alle umrandet. Aber die anfangs nichts umrandeten sind immer frei, die kann man sich direkt nehmen. Und bei den anderen sind so Rebellenbasen oder Flatbasen drauf, je nach Map. Oder halt auch Wächter gibt es ja auch noch. Genau. Und wenn es eben so eine freie Base gibt, die halt auch von Map zu Map unterschiedlich gibt, die manchmal, dann nehme ich mir eigentlich immer generell, wenn ich zumindest Cutter bin, gleich eine zweite. So, mein Bauplan bei zwei Basen sieht so aus, dass ich erstmal, ich glaube, also ich baue so lange Versorgungsmodule, bis ich auf der ersten Base 4 habe, dann baue ich einen Reaktor, wie man hier gut sieht, und auf der zweiten Base baue ich 3 und dann einen Reaktor. Natürlich mache ich das so abwechselnd hin und her, so dass ich, so gesagt, hier übrigens Elephants schon beim Gegner, die haben es versucht, glaube ich, mit Marines zu rushen, wenn mich nicht alles täuscht. Also natürlich baue ich die Versorgungsmodule so abwechselnd hin und her, dann reicht es von den Ressourcen meistens genau perfekt, dass ich so gesagt dann meinen Reaktor auf der Erstbase bauen kann und dann, nachdem das dritte Versorgungsmodul fertig ist, den zweiten Reaktor auf der Zweitbase. Hier leider nicht mehr weit gekommen mit dem Erkunden und tja. Egal, der Ishma baut das immer ein bisschen anders. Der macht, glaube ich, seinen Reaktor deutlich früher. Hat aber natürlich den Nachteil, er hat zwar dadurch den Vorteil, sollte ich vielleicht erstmal anfangen, dass er früher Panzer hat oder generell Truppen. Den Nachteil aber, dass seine Wirtschaft am Ende nicht so stark ist. Somit ist auch generell, wenn wir zusammenspielen, der liebe Herr Ishma immer der, der sich Ressourcen von mir leihen muss. Was eben diesem frühen Aufbau geschuldet ist. Andererseits ist es natürlich sehr praktisch, insofern, dass er dann schon mal was hat, wenn wir gerusht werden, was auch ab und an passiert. Ich gehe dann meist immer auf Panzer erstmal. Ich baue mir 3 Panzer, dazu 3 Spartans, dann habe ich 3 Spartan-Panzer. Dum dum dum. Und das ist schon mal eine gute Einsatztruppe, mit der man irgendwas machen kann. Die halten viel aus, die machen viel Schaden. Zwar nicht die Lufteinheiten, aber so generell schon. Und deswegen ist das ganz praktisch. Auch sollte ich sagen, ich bin wahrlich kein Halo Wars Super Pro. Disclaimer, ja, ich bin vielleicht nicht mehr der Schlechteste, aber ich bin auch wahrlich niemand, der jetzt hier mega krass abgeht und alles vernichtet. Also somit sind meine Ratschläge natürlich auch mit gewisser Vorsicht zu genießen. Wir haben natürlich gesehen, dass der da oben jetzt seinen Elephant hatte, deswegen haben wir uns gedacht, den machen wir jetzt weg, weil sonst kriegen wir ein Problem. Wie man sieht, hat er die Marines schon in diese Stellungen da reingesetzt. Dort halten die deutlich mehr aus und haben auch einen viel größeren Sichtbereich. Und wenn man da gute Gegner hat, dann können die einen da ziemlich mit foppen, indem die dann eben
die Marines da drin haben, dann schießt man sie raus, setzt sie direkt wieder neue rein, um oft ewig die da rauszubekommen. Alles in allem nicht sehr cool. Was für sie aber uncool war, wir haben ihren Elephant zerstört und ich weiß noch nicht ganz, was sie da geplant hatten, weil es war hauptsächlich ziemlich ineffektiv. Denn so ein scheiß Elephant kostet einfach mal 500 Ressourcen und das ist so viel wie eine ganze Basis am Anfang kostet. Und somit war das nicht so gut. Wir haben uns dann gedacht, okay, scheiß drauf, wir pushen gleich weiter. Wir haben gesehen, dass sie sich auf die Basis hier gerade eben erst geholt hatten. Und Basen, die noch keine Gebäude drauf haben, sterben besonders schnell. Was man hier erkennt, hier reichen ein paar Schüsse der Panzer und die Basis ist down. Es werden dann weitere 500 Ressourcen, die in Fett durch die Lappen gegangen sind. Und die uns auf jeden Fall schon mal einen guten Vorteil verschafft haben. Dann haben wir uns gedacht, okay, wir wissen jetzt nicht, was die für Truppen haben. Bleiben wir lieber nochmal zurück. Theoretisch hätten wir, glaube ich, auch gleich zu ihnen vorpushen können und sie damit auch tot machen, aber ich weiß, ich glaube, erstens finde ich es langweilig, wenn man direkt halt das Game so früh beendet und zweitens hätte es sein können, dass sie noch irgendwas im Petto hatten, womit wir nicht gerechnet hätten und dann wären wir eventuell auch nochmal draufgegangen und hätten einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Egal, so haben wir es auf jeden Fall so gemacht. Ich habe mittlerweile meine drei Panzer im Hintergrund gebaut und ich glaube aber noch gar keine Spartans. Das kommt erst noch und sie haben dort auch dort einen Spartan reingesetzt. Und versuchen uns hier gerade eben die Kontrolle über die Mitte wieder zurückzuerobern. Während ich da jetzt langsam mal in die dritte Zeit gehe, denn als Cutter habe ich natürlich ODSTs und die ich aber noch null erforscht habe, wie ich gerade sehe. Was recht unpraktisch ist. Denn die ODSTs sind wirklich verdammt nützlich. Die kann man nämlich aus dem Himmel so abwerfen lassen, ODSTs halt. Und dann kann man die gut rumspammen und als Meat Shield verwenden, wenn man zum Beispiel irgendwelche anderen Einheiten schützen muss oder irgendwo weg muss oder wenn man schnell halt irgendwo Truppen braucht. So, nachdem wir jetzt eben nichts anderes zu tun hatten, oder ich zumindest als zu warten, habe ich mir gedacht, gut, mache ich jetzt mal ein paar Basen frei. Hätte ich vielleicht noch warten können, bis die Spartans da sind, damit die ein bisschen Sterne leveln. Aber ich meine, die Panzer selbst können ja auch Sterne leveln. Wenn ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Also, wenn Einheiten länger überleben, dann bekommen die irgendwann so einen Veteranenstern. Und drei Sterne sind Maximum für eine normale Einheit. Also, eigentlich für alle Einheiten. Und diese drei Sterne bringen eben, dass die Einheit mehr Schaden macht und mehr aushält und so weiter und so fort. Wenn man jetzt aber Spartans zum Beispiel in den Panzer reinsetzt, dann haben die deutlich mehr Sterne, weil die Spartans sorgen dafür, höchstwahrscheinlich als gewisser Ausgleich für die Allianzhelden, damit die Unis Sealer natürlich auch noch irgendwas haben, womit sie gegen anstinken können, bringen diese Spartans eben deutlich mehr Sterne und somit richtig starke Einheiten, wenn man es schafft, die Spartan-Einheiten, also die Einheiten, die man die Spartans reingesetzt hat, am Leben zu halten. Und das klappt natürlich besonders gut bei Panzern, weil Panzer haben viel Leben. Mit anderen Worten, wenn man sieht, es geht bergab, dann zieht man den Panzer einfach ab und hat somit die Chance, seinen Spartan zu retten. Bei einem Hornet oder so, der halt so gut wie gleich tot geht, wird es halt schwieriger, die Einheit dann zu retten. Somit ist es eigentlich am beliebtesten, die Spartans in Panzer reinzustecken, weil man die dort halt in Anführungsstrichen gut leveln kann. Meines Erachtens zumindest. Genau. Hier, die Spartans setze ich noch nicht gleich rein, weil die können noch ein paar Ressourcen aufsammeln und die kann ich gerade gut gebrauchen, denn ich muss ja irgendwann jetzt langsam ODSTs entwickeln. Sonst haben wir nichts gespielt, haben wir nämlich, glaube ich, gegen Cutter und gegen das genau gleiche, was wir waren, nämlich Cutter und Anders. Ishmael spielt nämlich fast immer Anders. Und Anders hat eben Lufteinheiten und wir haben keine Ahnung, was wir dagegen tun sollten. Deswegen war ODSTs schon mal eine gute Notlösung, um irgendwas tun zu können im Notfall. Und solange man auch keine Wolverines hat und bla. Aber ich glaube, ich bin dann eh, normalerweise gehe ich als Cutter, ist mir eh so das Mädchen für alles, wenn man so möchte. Also zumindest ist es quasi in den Games, die ich bisher gespielt habe, immer so, dass ich eigentlich als Cutter immer für Luftabwehr zuständig war und sonst Panzer und halt Marines. Während als Forge ist es relativ klar, geht man halt meist nur auf Panzer oder halt noch ein paar Wolverines mit dabei, also auf Luftabwehr. Ja, genau.
So, ich hole mir jetzt dann, glaube ich, langsam so meine dritte Base, nachdem wir gesehen haben, dass die anderen sich da unten auch wieder so ein bisschen erholt haben. Aber trotzdem haben sie natürlich deutlich weniger Ressourcen gehabt als wir und einen Entwicklungsstopp. Somit haben wir schon mal einen Vorteil und können uns da jetzt ein bisschen Zeit lassen, Shit zu entwickeln und Einheiten zu bauen. Ja, da gehe ich bereits auf Wolverines, wie man sieht. Was ganz praktisch sein wird, wie sich später noch herausstellt, denn die gegnerische Anders hat sich auch gedacht, dass sie mal ihre Super-Einheiten ausspielt, warum auch nicht, hier werden wir gerade übrigens gekundschaftet. Und kommt dann nämlich ziemlich bald auch mit Hawks, was uns ziemlich überrascht, weil wir, soweit ich weiß, noch nicht wirklich viel gegen sie hatten. Gegen die ganzen Hawks und shit. Ja. Genau. Auf die dritte Base mache ich dann meist eigentlich nur noch ein paar Ressourcen. Und dazu dann noch ein weiteres Produktionsgebäude, meist das, was ich eh baue, also Fahrzeuge, weil Fahrzeuge baue ich eigentlich am meisten mit Cutter. Oh ja, die haben sich hier eingebunkert. Denn das ist auch sehr beliebt bei der Map, muss man aufpassen, dass man sich da nicht zu schnell, also denen nicht zu viel Zeit lässt, weil sonst bunkern die sich da richtig hart ein mit Cobras. Cobras kann man nämlich aufstellen und dann snipen die so ein bisschen umher und machen verdammt viel Schaden, gerade eben gegen Fahrzeuge. Und wenn die dazu auch noch Luftabwehr haben, dann wird's schwer. Dann nützen nämlich eigentlich nur noch Marines. Und das ist natürlich ganz praktisch, weil ich bin Cutter. Als Cutter habe ich Marines. Und zwar auch noch ODSTs und die sind stark und shit. Genau. Ja. Und sonst, wie gesagt, als Cutter brauche ich natürlich nur eine Kaserne, denn die restlichen Marines kann ich ja abwerfen, weil es ODSTs sind. Und ansonsten gehe ich meist nur auf Fahrzeuge. Flugzeuge macht nämlich meist, oder Luftfahrzeuge generell macht meist nur Ishma, weil er eben Anders spielt und es sich bei ihm am meisten lohnt. Und ich würde persönlich auch sagen, dass also wenn man nicht unbedingt muss, sollte man, wenn man nicht Anders ist, auch nicht unbedingt auf Hornets gehen, weil Hornets im Vergleich zu Hawks wirklich verdammt wenig Leben haben. Finde ich zumindest. Also die gehen echt schnell drauf, meines Erachtens. Ja, deswegen mag ich Hawks eigentlich an sich nicht so, Hornets eigentlich nicht so gerne, weil Hawks gehen schon relativ schnell drauf, aber bei Hornets ist es echt extrem. Egal, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich, glaube ich, jetzt die ODSTs schlussendlich in Auftrag gegeben. Die sind jetzt im Hintergrund am Entwickeln. Das dauert natürlich, weil es eine relativ krasse Entwicklung ist, vergleichsweise lang. Und meine Spartans habe ich noch gar nicht aufgerüstet. Das sollte man auch immer tun, gerade eben, wenn man sie in Fahrzeuge reinsetzt. Je besser sie aufgerüstet sind, desto mehr Sterne kriegt das Fahrzeug, in dem sie drin sitzen. Wenn man das sieht, ich weiß nicht, ob ich mal später meine Spartan-Panzer länger begutachte, wird man sehen, dass die deutlich mehr als 3 Sterne haben. Nämlich um dieses Bild von diesem Spartan sind dann links alles voll mit Sternen und wenn man sie lang genug levelt, kriegt rechts auch nochmal alles voll mit Sternen und dann sind die wirklich richtig verdammt stark. Also ich erinnere mich noch an ein Game, da hatte ich einen Spartan-Panzer mit, ich glaube, vollen bis fast vollen Sternen. Und das war echt hart. Was ich hier jetzt versuche, ist eine gewisse Taktik, so Hit-and-Run-mäßig, einfach schnell hingehen, weil ich weiß, dass meine Spartan-Panzer genug aushalten, dass sie nicht sofort draufgehen, und einfach eine Splitter-Sprenggranate, also diese Sonderfertigkeit des Spartan-Panzer werfen und damit zu versuchen, die Cobras zu vernichten. Großes Problem bei der Sache, bin unglaublich gescheitert. Es war im Nachhinein ziemlich blöd, weil ich einiges meine Spartan-Panzer halt verloren habe, zum Teil. Da ich nicht wirklich aufgepasst habe, wie ich das Ganze hier anstelle. Und dann auch meine Panzer nicht bereits alle ihre Splittersprenggranate geworfen hatten. Und somit dann halt fett draufgegangen sind, alles, weil die Cobras keinen Schaden genommen haben. Und ich aber schon. Egal, ich habe mir dann gedacht, gut, wenn das nicht funktioniert, jetzt habe ich endlich meine ODSTs, die kann ich gegen die werfen und dann eben die relativ gut vernichten. Als auch habe ich versucht, mir eben einen Cobra zu klauen, was natürlich der Gegner bemerkt hat und sie ist denkt, scheiße, das ist natürlich nicht so gut. Trotzdem hat sich mein Cobra schneller aufgeklappt und konnte somit noch einen Schuss loswerden. Sollte am Ende dann aber leider auch nicht sehr lange überleben. Unaufgeklappte Cobras sind relativ schwach, wie man hier sieht. Die werden von den Panzern auch gut zerfetzt.
Somit muss er dann jetzt hier sich leider wieder zurückziehen, versucht sich jetzt gleich da hinten aufzubauen. Aber das war dann nicht so mein Hauptproblem, sondern eher dieser andere Spartan-Panzer, der auch vor allem deutlich weiterentwickelt war als meiner. Und gegen die Cobras hatte ich ja dann eh noch ODSTs, die ich dann ja auch gleich verwendet habe. Also ODSTs sind wirklich echt das Beste gegen Cobras oder generell Marines. Und ja, blöd natürlich, ein Spartan ist mir gestorben, das sollte schon mal nicht sein, weil der hätte schön ein Veteran werden können, wurde aber nicht, er ist nämlich gestorben. Den muss ich jetzt nachbauen, genauso wie die restlichen Panzer. Dafür hatte ich, glaube ich, gerade nicht genug Caches. Oder vielleicht habe ich es auch schon in Auftrag gegeben. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall festgestellt, sie haben sich nicht ihre dritte Base dort wiedergeholt, warum auch immer. Fanden wir sehr verwunderlich, weil ihnen dadurch auch verdammt viele Ressourcen durch die Lappen gegangen sind. Also alles zu finanzieren mit nur einer Base jeweils ist echt schwer. Und ich glaube, das war auch das, was ihnen am Ende dann das Genick gebrochen hat. Deswegen haben wir dann auch nochmal versucht hier zu schauen, ob sie sich die anderen Bases geholt haben. Mussten dann feststellen, dass eben auch nur gerade so ein bisschen der Fall war. Sie haben sich eben hier gerade genommen gehabt. Ja, keine Ahnung. Die Gegner waren an sich nicht schlecht, aber sie haben sich nicht wirklich schlau angestellt. Also ich fand sie jetzt nicht mega schlecht. Also zum Teil war es schon brenzlig, wie man gleich sehen wird, kommt nämlich Anders dann mit ziemlich viel Hawks und wir hatten damit nicht so gerechnet, oder ich hatte damit nicht so gerechnet. Mich hatte nämlich noch erst jetzt, glaube ich, gerade erst das Upgrade in Auftrag gegeben für die Wolverines, also für die Flugabwehr. Und ich glaube, ich hatte bisher auch nur so 3, 4 Wolverines. Na okay, ein paar, ein bisschen mehr, 4 ja, sind's. Und das sind gegen viele Hawks auf jeden Fall eindeutig zu wenig, weil Hawks machen verdammt viel Schaden. Ja. Hier dann leider blöd, natürlich nicht aufgepasst und direkt mal das Spartan verloren, als auch natürlich meine Panzer ins Geschlecht. Aber Gott sei Dank hat man eine MRB, die das Ganze richtet. Und hier schreit auch schon der Ishma, es ist Not am Mann, es sind nämlich verdammt viele Hawks irgendwie unterwegs. Gott sei Dank hat man als Anders eine Kryobombe, mit denen er jetzt hier ein paar einfriert und uns so eine Zeit verschafft. Meine Wolverines sind auch schon da, aber ich glaube, es sind noch ein paar zu wenig. Richtig alles täuscht. Ich versuche langsam wieder meine Spartans in meine Panzer zu setzen. Hier werde ich fast geentert mit von einem Spartan, der bereits einen Stern hat, was auch sehr bitter ist für ihn, dass er den noch verloren hat, weil der bereits eben einen Stern hatte und hätte er auf den ein bisschen besser aufgepasst, hätte er aus dem deutlich mehr werden können. Aber da er eben eh schon keine Schilde mehr hatte, war es für meine Panzer ein leichtes, ihn auszuschalten. Natürlich haben wir es auch wieder geschafft, glaube ich, unsere eigenen Wolverines einzuführen, wie immer. Und er hatte auch noch einen gecaptured, ich erinnere mich. Das war natürlich sehr unpraktisch, weil das bedeutet, er hat jetzt was noch gegen Ishmas Hornets, als auch natürlich wir eine Luftabwehr weniger. Gott sei Dank hatte ich eben, wie gesagt, ODSTs, die hier gut eben als Meat Shield fungieren und die man einfach mal ein bisschen irgendwo hinwerfen kann. Theoretisch sind ist Infanterie auch noch gut gegen, also laut, ich meine, das Spiel basiert ja auf so einem Stein-Schere-Papier-Prinzip. Also Fahrzeuge sind besser als Infanterie, Infanterie ist besser als Flug und Flug ist besser als Fahrzeuge. Natürlich gibt es dann auch ein paar Einheiten, die halt jeweils gut gegeneinander sind. Zum Beispiel, es gibt Panzer, die sind Fahrzeugabwehr explizit und natürlich Wolverines sind auch Fahrzeuge, aber Luftabwehr und so weiter und so fort. Aber egal, im Großen und Ganzen, wenn man die Haupteinheiten betrachtet, funktioniert das eben nach diesem Steinschere-Papier-Prinzip. Marines schlagen Luft, Luft schlägt Fahrzeug, Fahrzeug schlägt Marines. Genau. Ja. Egal, wir haben es dann geschafft, hier seine Hawk-Armee zu vernichten. Zwar unter hohen Verlusten, aber wir haben es geschafft. Was sehr gut war, weil wir sonst ein Problem gehabt hätten. Egal, ich habe dann irgendwo meine ganzen Truppen jetzt zusammengenommen und haben uns gedacht, ziehen wir jetzt nach vorne. Hier hatten sie noch vereinzelt irgendwo ein paar Korpus rumstehen. Und hier Camp Hospital das größte Problem und die größte Krux des Cutters. Es ist das Einheitenlimit. Man hat irgendwann halt voll gebaut. Dann bedenkt man nicht mehr, dass man irgendwie auch noch ODSTs abwerfen möchte, weil möchte man halt, ne? ODSTs sind gut und shit.
Und das kann man da natürlich nicht mehr machen, wenn man schon im Einheitenlimit ist, so wie ich. Deswegen erforsche ich jetzt hier auch gerade das Upgrade. Und wir rücken jetzt langsam vor. Ich ziehe jetzt meine ODSTs hier überall rumstehen. Alle einfach mal in Richtung dieser Cobras, die ja noch als letzte Defense zwischen den Gegnern und ihrer Vernichtung fungieren. Aber wie man sieht, haben wir eigentlich mittlerweile so viele Panzer, dass es wurscht ist, weil sie einfach nicht genügend Wolverines haben, um diese Panzer zu kompensieren. Ja. Zur Überraschung haben sie dann hier eben jetzt angefangen, wie nennen sich die? Diese großen Luftschiffe da, ich glaube Vultures, gell? Vultures waren sie. Vultures zu bauen. Das ist an sich, hier habe ich mir wieder nicht aufgepasst, ich gehe natürlich Schild wieder drauf, weil wie auch anders. Vultures sind, ich weiß nicht, sie sind jetzt nicht schlecht, aber es kommt drauf an, gegen was. Gegen Gebäude sind sie ultimativ gut, gegen alles andere stinken sie ziemlich ab. Und sind verdammt teuer. Also Vultures sieht man sehr selten. Sieht man wirklich nur, wenn einem nichts anderes mehr einfällt und man wirklich versucht, einfach möglichst schnell Gebäude kaputt zu machen. Wir haben sie ja noch verzweifelt, Geschütze zu bauen, aber leider schon zu spät. Wir haben ein bisschen zu lange gehabt, sich aufzubauen. Und da trifft auch schon die Luftabwehr ein, somit ist dieser Vulture jetzt auch ziemlich schnell kaputt. Aber ich glaube, er kriegt leider noch die Cobra dahinten, was schade war, weil Cobras, also Spartans in Cobras können auch verdammt extrem stark werden. Da habe ich auch noch ein Gameplay, falls ich es nicht bereits verwendet habe. Doch, habe ich glaube ich sogar schon bei uns im Halo Wars Talk. Mit einer Cobra, die wirklich richtig viel Sterne, also eine Spartan Cobra, die richtig viel Sterne hatte, die hat alles nur noch zerfetzt. Tja, und da gibt auch schon der erste auf und der zweite ebenso. Ja, damit hatten wir das Spiel gewonnen. Ja, genau. Im Großen und Ganzen waren das jetzt hier keine Mega-Gegner auf jeden Fall, aber sie waren das auch nicht komplett schlecht. Ein Spiel davor oder danach, ich weiß es nicht mehr, hatten wir gegen Leute gespielt, das war wirklich, also da hat es wirklich keinen Spaß mehr gemacht, so schlecht waren die. Die waren echt richtig verdammt erbärmlich. Und dann haben sie gedacht, ja, beenden wir das Spiel noch nicht gleich, wollen wir auch ein bisschen ein paar Punkte machen und ihnen noch die Chance geben, sich wieder aufzubauen. Weil normalerweise, also an sich lassen wir die Spieler ja immer ungern leiden. Es gibt nämlich andere, die farmen einen dann schon so richtig und die warten dann immer und vernichten einen nicht und warten, bis du wieder neue Einheiten baust, machen die wieder kaputt, weil sie eh die Übermachtstellung haben und dich eigentlich vernichten könnten, es aber nicht tun und farmen dann eben Punkte. Da sind wir natürlich in gewisser Weise dagegen, weil das ist lame, meines Erachtens zumindest. Und ich, soweit ich jetzt auch, der Ishmael findet es auch sehr lame. Deswegen, wenn wir eigentlich merken, wir gewinnen, dann machen wir die Gegner auch meist direkt kalt. Das Lustige ist aber, dass wir dann von vielen Leuten immer geschrieben bekommen, wir würden rushen. Das andererseits Traurige ist aber wieder, wenn man das nicht tut und sie dann eben so ein bisschen lässt, dann kommt einfach nichts mehr. Sie sind einfach so erbärmlich schlecht zum Teil. Das ist echt gar nicht mal so lustig. Und dann farmt man sie ja eigentlich nur. Und ich weiß nicht. Na, keine Ahnung. Ja. Boah. Ach, bin ich ein bisschen müde. Ist auch schon 3 wieder, muss ich sagen, weil ich dieses Video direkt nach dem Twitch-Video aufgenommen habe. Und ja, da haben wir noch ein bisschen Statistiken gesehen. Damit wäre auch das Gameplay wieder zu Ende. Ich hoffe, mein Einblick war ein bisschen spannend und hat ein paar Aufschlüsse gegeben, aufschlussreiche Informationen gegeben, keine Ahnung, die man vielleicht anwenden kann. Und man kann ja mal schreiben, ob man vielleicht nochmal so ein Halo Wars Video sehen möchte bei Zeiten. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Gameplay-Zeug, da wird höchstwahrscheinlich was kommen. Kann ich auch eben nochmal versuchen, so ausführlich zu erklären, was ich gerade alles mache. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist, oder ansonsten verwende ich es dann einfach so für irgendwas anderes und laber dann irgendwie so. Ja. Genau. Damit wäre ich auch schon wieder fertig, schlussendlich jetzt. Und bevor ich euch jetzt noch länger langweile, ciao und tschüss, sagt der Knecht.